So, willkommen auf dem Linux-Tag in Kiel. Ich freue mich sehr, dass der Raum so richtig voll geworden ist. Und ich hoffe, ich kann auch was Interessantes bieten. Es geht um ein paar Dinge, die eigentlich für jemanden, der mit Linux umgeht, trivial sein sollte. Aber ich stelle immer wieder fest, so trivial ist es doch nicht. Man kann mit SSH doch einige Überraschungen erleben und wunderschöne Dinge tun. Und das möchte ich ein bisschen zeigen. Kurz zum Hintergrund. Ich selbst bin Physiker, habe in Halle studiert, also damals noch in der DDR, mit allen Problemen, aber es war ein sehr schönes Studium. Und der Grund, warum ich den Vortrag heute halte, der PC ist im Laufe der Jahre zur Privatsphäre geworden. Also wir haben unsere privaten Dinge drauf, unsere Steuererklärung, unsere E-Mails, unsere Liebesbriefe oder was sonst niemanden etwas angeht. Als die PCs anfingen, hieß das immer, ja, wir sammeln Kochrezepte. Das war etwas, was man nicht schützen musste. Inzwischen hat sich das dramatisch geändert. Und die Bundesregierung hat deswegen unser Grundgesetz erweitert, und zwar 2008. Seitdem gibt es ein Grundrecht auf den Schutz eines Computers. Das heißt, der Inhalt eines Computers, inklusive des Traffics zu anderen Computern, die mir gehören, unterliegt den gleichen Regeln wie die Wohnung. Das heißt, es darf niemand ohne einen Durchsuchungsbefehl oder einen richterlichen Beschluss oder sonst irgendetwas einfach in meinen Computer kommen. Und das ist hier festgelegt. Und nun haben wir ein Problem. Das Internet ist von Anfang an nicht verschlüsselt. Das heißt also, das Internet ist irgendwann mal gebaut worden, da hat noch niemand dran gedacht. Und ich sage, das ist einfach ein Designfehler, dass es diese Basisverschlüsselung im Internet nicht gibt. Wir können das ein bisschen ändern, dass wir den Teil, den wir unter Kontrolle haben, verschlüsseln. Und zwar wirklich alles. Wir haben dann mehrere Rechner, wir haben alles mögliche andere, wir betreiben Webserver in kleineren Kreis und das ist ein Problem. Bestimmte Dinge können wir nicht verschlüsseln, weil wir von anderen Anbietern abhängig sind. Zum Beispiel Facebook, sonst irgendetwas, da wissen wir, das gehört Facebook. Verschlüsselung hat dort eh keinen Witz, weil das Facebook lesen kann. Also WhatsApp genauso. Es ist schwierig, also, aber nur den Teil, den wir unter Kontrolle haben, den verschlüsseln so gut wie es geht. Dann Kryptographie. Das klingt immer so toll, das klingt sehr nach Verschlüsselung. Und Kryptographie ist ein Mittel, dieses Grundrecht, was wir besitzen, für uns durchzusetzen. Denn der Staat leistet es nicht. Wir haben das mit E-Mails gesehen, der Staat hat mal versucht, verschlüsselte E-Mails zu machen, aber das ist irgendwie nicht so richtig gelaufen. Was ich zeigen will, SSH ist eine universelle sichere Verbindung zwischen zwei Rechnern. SSH heißt vom Wort her Secure Shell. Es ist aber nicht nur eine Shell, es ist eine Art Band zwischen zwei Rechnern, wo ich alles Mögliche durchschicken kann. Oder ein Rohr oder eine Leitung. Nicht nur das Terminal. Was kann ich damit tun? Terminalverbindung ist schon fast trivial. Ich kann die Ausgabe von grafischen Programmen umleiten. Ich kann einen File-Manager, den ich in Linux habe, mit SSH verwenden. Ich zeige das nachher wirklich live hier. Ich kann mich auf beliebige Rechner verbinden und per Drag and Drop kopiere ich Files, ohne dass ein Externer das überhaupt mitbekommt, was ich da mache. Das heißt, wenn ich einen E-Mail-Anhang habe, und das ist gängige Praxis heute, ich schreibe jemandem eine E-Mail, die Daten vom Anhang, die liegen da, per Drag and Drop holt er die sich ab. Ich hänge die nicht an die E-Mail dran. Und damit spare ich mir den ganzen Kram mit der E-Mail-Verschlüsselung. Ich mache das selbst. Ich habe das unter Kontrolle. Dann zeige ich, wie man ein Familiennetzwerk aufbaut. Hier ist so ein bisschen eine Schemazeichnung. Und das hier ist kein Monster. Das ist das Maskottchen von SSH. Das kommt von BSD Unix. Und das habe ich hier reingemalt. Das heißt, ich kann zwischen verschiedenen Rechnern ein Netzwerk bauen und das ist komplett privat. Dann kann ich natürlich Fernzugriff machen zur Wartung bei anderen PC. Netz zwischen Benutzern ist klar. Und dann hat inzwischen fast jeder zu Hause irgendeine Art von Intranet. Und dann steht natürlich in der Anleitung zur Fritzbox drin, wenn Sie Ihren kleinen Webserver zu Hause in das Internet anbinden wollen, dann machen Sie das über irgendwelche Eigenschaften und dann steht das Ding plötzlich im Internet. Ein Webserver, den ich wahrscheinlich nicht abgesichert habe.
Ich zeige, wie ich dann einen Webserver oder irgendwas anderes einem kleinen Kreis zugänglich machen kann, den ich überschauen kann. Und ich sage, nur die dürfen das Ding sehen und dass dieser Webserver ist nicht im Internet exponiert. Also ich brauche den nicht weiter abzusichern. Datenaustausch ist klar und dann kann ich natürlich ganze Desktops durchleiten und das zeige ich dann auch. Ein bisschen eine dramatische Zeichnung. Das ist das Internet mit allen möglichen Wanzen und Flöhen und Trojanern, die uns so überfallen auf dem Weg. Hier sind unsere Rechner. Ich zeige nachher einen Rechner in Kroatien. Das sind Freunde und das sind meine Rechner zu Hause. Und dazwischen habe ich natürlich den Router. Das heißt, ich habe das Port Forwarding im Router offen, allerdings nur für SSH. Weiß jemand nicht, was Port Forwarding ist? Okay. Weiß jeder, im Router kann man das einstellen. Okay, warum nicht VPN? Viele können VPN, also viele Router können VPN und das wird auch weitgehend angeboten. VPN ist komplex. Es gibt sehr viele verschiedene Protokolle. Der eine macht so, der andere macht so. Das heißt, mit VPN klarzukommen, brauche ich viel Hintergrundwissen. Die Gefahr, dass ich was falsch mache, ist sehr hoch. Das heißt also, mein Rat ist, wenn man damit anfängt, Finger weg von VPN. Es bringt mehr Probleme, als es dann löst. Hier sind die Protokolle genannt. Es verbindet nur ganze Netze, nicht nur Ports. SSH verbindet Ports untereinander. VPN verbindet ein Netz untereinander. Und da sind alle Ports zwischendurch offen. Und jetzt passiert es ganz, ganz schnell und ohne, dass man es merkt. Ich habe einen Arbeitsplatz zu Hause. Die Firma liefert mir einen VPN-Zugang in die Firma hinein. Toll, wunderschön. Die sehen, ich sitze zu Hause an meinem Rechner und arbeite. Jetzt öffne ich auf diesem Rechner eine Webseite. Dann geht der Traffic von der Webseite über die Firma. Im Normalfall, ich kann VPN auch anders konfigurieren, aber im Normalfall ist es so, dass über das geroutete Netz mein Traffic geht. Das heißt, die Firma sieht, wo ich meinen Arbeitsplatz gerade im Internet surfe. Das geht ihnen nichts an. Mit SSH ist das komplett entkoppelt. Also VPN hat seine Gefahrenstellen. Dann gibt es öffentliche Anbieter von VPN-Netzen, die auch immer wieder Werbung machen und da muss man ein bisschen was bezahlen. Hier zwei Berichte. Sie können sich das PDF dann mitnehmen und sich das mal angucken. Die sind manchmal nicht ganz sauber. Also die spionieren gerne. Das sagen sie natürlich nicht. Hier hat das jemand mal aufgeklärt, bei Heise stand ein Artikel und bei Netzpolitik auch. Also Facebook zum Beispiel spioniert die Nutzer des VPN-Dienstes aus. Also was soll's? Wir brauchen es nicht. SSH ist einfach, es werden die Ports weiter gereicht. Ich habe eine sichere Authentifizierung, einmal über Passwort oder Überschlüsselung. Und die Verschlüsselung ist ausreichend. Ich sage bewusst ausreichend, weil es da immer wieder Streitpunkte gibt und endlose Diskussionen, wie weit muss Verschlüsselung gehen. Es ist sicher, es gibt weniger Fehler durch den Benutzer und ich komme mit SSH durch Firewalls hindurch. Also irgendeine Firewall hindert mich nicht dran, mit SSH zwischen zwei Rechnern eine Verbindung aufzubauen. Aber immer mit Vorsicht genießen, bitte das nicht in der Firma machen. Da kriegen Sie Ärger. Privat ja. Was muss ich wissen, um SSH zu installieren? Ich brauche ein bisschen was zur Installation von Programmen. Das heißt, ich muss mein Linux ein bisschen administrieren können. Ich muss wissen, wie ein Terminal funktioniert. Ich brauche nicht viel. Ich muss wissen, wie werde ich root. Und ich muss ein bisschen wissen, wie editiere ich eine Konfiguration. Ein paar Zeilen, also irgendwie Buchstaben ändern oder sowas. Das ist nicht viel. Das kann irgendwann jeder. Dann muss ich wissen, wie das Netzwerk tickt. Das heißt, ich muss wissen, wie funktioniert ein Router, was ist der Unterschied zwischen Router und Modem, wie funktioniert mein lokales Netz, was ist eine interne Adresse, was ist eine externe Adresse. Dann muss ich natürlich wissen, was macht mein Provider, der liefert mir den Zugang und natürlich meine Adresse. Und über den Provider läuft eigentlich dann alles, was ich mache. Das heißt, der ist in der Lage, meinen Datenverkehr komplett zu analysieren. Ob er das macht, ist das eine Vertrauenssache. Alle Details lassen sich hier im Netz nachlesen. Es gibt von 2011 ein Video von mir, von der UboCon. Das kann man sich gerne angucken. Da steht im Prinzip dasselbe drin, bis etwa hierher. Und dann ist das Video ist einfach zu kurz gewesen. Bei X2Go steht ein bisschen was. Und hier bei der Luke Otopon haben wir eine ziemlich umfangreiche Seite, wie funktioniert SSH. Also jetzt
Gehen wir los. Wir installieren das einfach ab get install SSH und fertig. Dann haben wir einen Server laufen. Dieser Server exponiert auf Port 22 die SSH-Verbindung. Wenn wir jetzt diesen Port über den Router nach draußen bringen, haben wir ein Riesenproblem. Es dauert etwa 10 Sekunden, bis der entdeckt wird im Netz und der Port 22 wird sofort angegriffen. Das heißt, wenn ich in die Logfiles gucke, bekomme ich alle möglichen Login-Versuche. Wenn ich ein gescheites Passwort habe, ist das erstmal eine Zeit lang Ruhe. Aber es passiert einfach. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann die Länder anguckt, wo das herkommt, es ist nicht immer Deutschland. Es sind viele Länder, die teilweise mit Sprachen reden, die wir nicht so können, die weit weg sind. Internet ist Internet. Das Erste, was wir machen, in der Konfigurationsdatei, die steht hier unter etc ssh sshd config, die Sachen so ändern, wie sie hier stehen. Root-Login abschalten. Eine Zeit lang war das mal per Default angeschaltet. Inzwischen ist es so, dass es abgeschaltet ist. Also die Konfiguration wurde jetzt von Debian und Ubuntu geändert. Wie es bei anderen Sachen aussieht, weiß ich nicht. Das ist der erste Schritt, den wir machen, den Root-Login abschalten. Da kommt niemand mit dem User-Root in meine Maschine. Das nächste ist die Passwort-Authentication auf No stellen. Das heißt, ich komme dann nicht mehr mit einem Passwort rein. Die Frage ist, wie komme ich dann rein? Mit Schlüsseln. Alles andere nicht ändern. Ich mache ein Schlüsselpaar mit diesem Befehl. Ich gehe dann nachher noch drauf ein. Und für jeden Benutzer auf den Client, auf den ich dann auf meinen Server zugreifen will. Also der Client generiert die Schlüssel. Und ich muss den öffentlichen Teil des Schlüssels auf den Server kopieren. Ich bekomme immer zwei Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel auf die Server verteilen. Und jeder Client kann gleichzeitig Server sein. Also wenn ich jetzt von Server und Client rede, ist der Server nicht unbedingt eine große Maschine, sondern das ist auch ein SSH-Server hier. Also beides, die Rollen können sich ständig tauschen. Dann muss ich im Router eventuell was freistellen. Den Port 22 kann ich dann freischalten, wenn ich das gemacht habe. Ich habe trotzdem immer noch die Angriffe und es ist einfach eine gute Idee, den Port zu ändern, auf irgendeinen beliebigen anderen Port zu setzen, nur ich muss es wissen. Wenn ich von außen rein will, muss ich wissen, welcher Port ist das, sonst finde ich den Rechner nicht. Das ist keine Erhöhung der Sicherheit, das Verschieben des Ports, es ist einfach eine Minimalisierung der Logfiles. Also SSH betrifft es nicht, wenn ich kilometerlange Logfiles akzeptiere, dann mit 100.000 Logins pro Tag oder was immer dann auch passiert, dann kann ich das auf Port 22 lassen. Passieren tut nichts. Und wenn jetzt irgendwelche Firmen schreiben, die haben pro Tag zum Beispiel 5.000 Angriffe aus dem Internet, ist das gemeint? Es gibt Login-Versuche von außen, die passieren aber ständig. Das also gehört zum normalen Hintergrundrauschen des Netzes. Es gibt immer Leute, die neugierig sind und versuchen, irgendwo reinzukommen. Ob die nun bösartig sind oder sonst was, weiß ich nicht. Ich mache den Rechner zu und da ist es erledigt. Dann, wenn ich das Port-Forwarding nicht machen kann im Router, gibt es einen Trick. Ich miete mir einen Server im Netz, verbinde mich mit dem von beiden Seiten her zu diesem Rechner. Ich zeige das nachher hier auch und dann brauche ich im Router nichts mehr freizuschalten. Dann kann ich mich komplett verstecken. Die Ports, die ich freigebe, sieht niemand im Netz. Okay, dann geht's weiter. Jetzt, ja, okay. Gehen wir hier weiter. Es wird immer gesagt, SSH ist unsicher. Wenn man jetzt hier die Berichte über die NSA in den Medien verfolgt, da heißt es immer, ja, die NSA hat also riesengroße Computer und versucht, Schlüssel zu knacken. Was ist dran? Man braucht nur teure Computer. Dann ist mal von Quantencomputern die Rede, die angeblich alles können. Bis jetzt gibt es noch keine. Das heißt also, sie können auch nicht alles. Dann habe ich einen Artikel in der Zeit gefunden, der ist sehr lang. Und da stehen ein paar Sätze drin, die sind schon sehr, sehr merkwürdig. Es ist im Moment im Aufbau ein Ministerium, vom Ministerium ausgehend in Deutschland, eine Institution, die die Aufgabe hat, Schlüssel zu knacken. Das sind 200, 300 Arbeitsstellen, das bezahlen wir mit Steuergeldern. Im gleichen Artikel steht drin, die Verschlüsselung privater Kommunikation muss zum Standard werden und nicht mehr nur die Ausnahme sein. Das heißt, auf der einen Seite macht man Deutschland zum Verschlüsselungsstandort Nummer 1,
Das ist das Ziel. Auf der anderen Seite will man Verschlüsselung knacken. Irgendwo was ist falsch davon. Aber es ist der gleiche Artikel. Da stimmt was nicht. Jetzt hier ist noch mal kurz, wie ich das Schlüsselpaar erzeuge. Das ist das, der Befehl dazu, das kann man nachlesen. Das ist der Typ des Schlüssels und immer einen RSA-Schlüssel verwenden. Der Standard ist der schlechtere Schlüssel, den bitte nicht nehmen. Und das ist die Schlüssellänge und immer 4096 nehmen, das reicht aus. Bis zum Wert 2048 sind die Schlüssel noch nicht geknackt. Es ist aber abzusehen, dass in etwa 10 Jahren diese Schlüssel geknackt werden, aus technischen Gründen, aus anderen Gründen. Und mit 4096 sind wir zumindest die nächsten 5000 Jahre sicher. Ich bekomme zwei Schlüssel und diesen Schlüssel mit der Endung PUB, den kopiere ich auf den anderen Server. Wie mache ich das? Ich habe ja zuerst ein Passwort. Das heißt, ich logge mich mit dem Passwort ein, lasse das Terminal offen, kopiere meinen Schlüssel rüber mit Copy-Paste, Drag and Drop oder wie immer auch, da ich das mache. Dann mache ich ein zweites Terminal auf mit den Schlüsseln. Ich muss dann durchkommen, ohne dass ich überhaupt nach dem Passwort gefragt werde. Erst wenn das funktioniert, den ersten Login wieder schließen. Wenn das nämlich schief geht und ich habe das Passwort-Login abgeschaltet und meine Schlüssel stimmen nicht, stehe ich da. Ich komme nie wieder hin. Das heißt, Terminal öffnen mit Passwort, Schlüssel einrichten, wenn das super funktioniert, dann abmelden. Und erst dann den Passwort-Login abschalten, um sich sozusagen eine Backdoor, die ich brauche zum Einrichten, nicht zuzubauen. Das passiert häufiger, als man denkt. Jetzt zeige ich ein bisschen was. Damit man mal ein bisschen ein Gefühl, wie das geht. Halt. So. Gut. Wie das ausschaut. Ich mache ein einfaches SSH-Terminal auf zu einem Rechner in Görlitz. Heißt, hier ist noch wieder zu viel offen. Hopp, Moment. Da. Da war es auch schon offen. Gut, machen wir es nochmal. Ich mache das hier auf. Und jetzt sehen wir Folgendes. Das ist die Kommandozeile, die ich ausgeführt habe. Ich nehme statt SSH Auto-SSH. Der Vorteil von Auto-SSH ist, die Verbindung bricht nicht ab, wenn es mal einen Wackelkontakt gibt. Also wenn aus irgendwelchen Gründen die Verbindung abbricht oder wenn es ein Timeout gibt, weil ich zu lange nichts gemacht habe, kümmert sich Auto-SSH darum, die Verbindung wieder aufzubauen. Mit SSH alleine fliege ich irgendwann raus, wenn ich lange Zeit nichts gemacht habe. Das ist einfach normal, das ist okay, aber mit Auto-SSH kann ich das verhindern. Dann steht das da drin, das ist der Port in Görlitz von meinem Router. Da gehe ich rein. Ganz hinten an der Zeile steht mein, da steht hier PC, my virtuelle Maschine at home. Das ist meine Internetadresse und das ist mein Login-Name. Das heißt also der Port und Login-Name. Damit komme ich dort rein, über SSH. Und jetzt stehen noch ein paar andere Dinge dazwischen. Das ist hier ein Minus L, nochmal ein Minus L, nochmal ein Minus L und nochmal ein Minus L und nochmal ein Minus L. Und das sind Ports. Und das heißt nichts weiter, dass ich in meinem lokalen Netz von bestimmten Maschinen, die dort laufen, die Ports hierher geholt habe. Das heißt, von diesem Rechner MyPC, den Port 22, also SSH, habe ich auf den Port 9011 gelegt. Auf diesem Rechner. Nicht in Görlitz. Ich habe einen KVM-Server, was immer das auch bedeutet, auf den Wert 5 gelegt. Ich habe einen Web-Server zu Hause laufen, der liegt jetzt auf 9004, auf diesem Rechner. Auf 9010 liegt ein anderer PC3 und ein Windows liegt hier auf dem Port 10000, wiederum auf diesem Rechner. Und jetzt kommt noch dazu, das Windows 10 kann kein SSH. Wie komme ich da trotzdem hin? Ich zeige es nachher noch im Detail. Ich will erst mal zeigen, was geht alles, um dann auf die Details einzugehen. Ich habe die SSH-Verbindung zu diesem Rechner. Der liegt bei mir im lokalen Netz und der baut darüber eine, nur über die Ports eine Verbindung auf zu diesem Win 10. Das heißt, dass alles, was das Windows 10 auf dem Port 3389 in das Netz sendet oder abhört oder empfängt, kommt bei mir auf dem Port 10000 an. Hier auf dem Rechner.
Weiß jetzt jemand, was unter Windows der Port 3389 ist? Wir wissen alle. Das ist der Remote Desktop in Windows. Das heißt, ich muss im Windows den Remote Desktop anschalten, dann hört Windows auf den Port 3389. Da bekomme ich den Desktop. Und das zeige ich jetzt. Ich mache hier ein neues Terminal auf. Gehe jetzt hier hin. Ich zeige jetzt hier die Kommandozeile, damit wir das auch sehen, was da passiert. Ich rufe das Programm rDesktop auf mit einem bestimmten Maß vom Fenster, mit einer bestimmten Farbtiefe, mit deutscher Tastatur. Das ist mein Login-Name, das ist mein Passwort dort. Das kann ich hier ruhig sagen. Der Rechner ist ja sonst öffentlich nicht erreichbar. Und wenn das hier abgeschaltet ist, ist das Ding zu. Und dann gehe ich auf Localhost. Und das ist interessant. Das heißt, die Verbindung, die ich jetzt zu dem Windows-Rechner mache, läuft auf diesem Rechner und nicht über das Internet. Die läuft von Localhost zu Localhost. Dass das zwischendurch von einem Localhost zum anderen über das Internet getunnelt wird, sehe ich hier nicht. Es wird in Wirklichkeit nach Görlitz getunnelt und zurück. Über diesen Schalter minus L. Und das ist anfangs schwierig zu verstehen. Ich komme tatsächlich mit Localhost auf meinen Windows-Rechner. Und wenn uns das nicht im Stich lässt, habe ich hier ein Windows 10. Live aus Görlitz. Und hier ist etwas drauf, was wir unter Linux nicht so haben. Hier läuft nämlich ein Virenscanner, ein Windows Defender und so weiter. Also man sieht eindeutig, es ist ein Windows, wegen diesen Werkzeugen, die es da gibt. Und sonst ist das ganz normal, Windows 10 ist das. Okay. Hat das jeder jetzt... Ich erkläre es nachher nochmal im Detail. Jetzt müssen wir gucken, dass ich weiterkomme. Jetzt habe ich ja hier noch einen Port offen. Und zwar hier 9.0.0.11. Jetzt mache ich SSH minus P 9.0.0.11 Alt 1 Richard und wieder add localhost. Ich nehme einen anderen Port. Und was bekomme ich da? Meinen Arbeits-PC in Görlitz. Die SSH-Verbindung ist die gleiche geblieben, nur der Port ist anders. Der Port liefert mir den Kanal, die Authentifizierung läuft über den Mechanismus des Rechners. In Windows brauchte ich keine Authentifizierung, das habe ich ja mal als Passwort gesehen. Hier habe ich es Ihnen jetzt nicht verraten, denn hier läuft es über SSH-Schlüssel, die nochmal darüber weggelegt sind. Ich gehe jetzt wieder raus, mache den Firefox auf. Es geht ja noch weiter. Jetzt gucken wir mal, was hier auf Localhost zukommt. Auf dem Port 9004, den habe ich ja auch mit hier durchgeleitet zu mir, auf Localhost habe ich einen Webserver. Dieser Webserver, da habe ich meinen Vortrag in Kiel vorbereitet und da ein bisschen was gesammelt. Und das sind natürlich Dinge, die gehen mich was an, aber niemand was anderes. Das heißt, dieser Webserver läuft bei mir zu Hause im lokalen Netz, ist über das Internet komplett unsichtbar. Ich sehe ihn aber dank SSH. Das heißt, wer den Schlüssel hat, sieht das Ding. Ich habe mehreren Freunden den Schlüssel gegeben. Das heißt, die konnten, während ich das hier mit Kiel gemacht habe, gucken, ach, so sieht's aus, so sieht's aus, so sieht's aus. Das heißt, wir haben das auf eine kleine Gruppe limitiert, ohne über das Internet den Webserver zu exponieren. Auf dem Webserver gibt es keinerlei weitere Sicherheiten. Jetzt machen wir es so und geht weiter. Das waren jetzt die Demos. Jetzt geht es weiter mit dem Schlüsselpaar. Das hatten wir. Kryptographie. Was ist Kryptographie? Die Verschlüsselung ist einfach, machbar. Die Entschlüsselung ist auch einfach, wenn ich das Geheimnis kenne. Es ist immer dahinter ein Schlüssel, der das verschlüsselt und entschlüsselt. Manchmal sind es zwei, manchmal ist es einer. Das hängt sehr vom Verfahren ab. Es gibt sehr viele verschiedene Verfahren. Die Verschlüsselung gilt als sicher, wenn der Aufwand zur Entschlüsselung für einen Angreifer teuer wird. Und so teuer, dass er es nicht mehr bezahlen kann.
Das heißt mit anderen Worten, Verschlüsselung muss nicht sicher sein. Das vergessen immer viele. Es muss nur so sicher sein, dass der Angreifer es nicht mehr tun kann, also nicht mehr entschlüsseln kann. Und jetzt haben wir Computer. Mit Computern kann ich den Aufwand so hoch treiben, dass die Entschlüsselung einfach so teuer ist, dass keiner das Geld hat. Und genau das wird gemacht. Ich kann natürlich SSH entschlüsseln, aber wir sehen dann, wie weit das geht. So funktioniert SSH. Da steht ein bisschen da drin, man kann sich das nachlesen. Es gibt sehr viele Login-Mechanismen für SSH. Der eine macht so, der andere so. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Ich habe mit meinen Schlüsseln, die werden nicht ausgetauscht. Da steht zwar hier ausgetauscht, aber es werden praktisch auf beiden Seiten Geheimnisse errechnet und die werden ausgetauscht. Wenn die stimmen, wissen beide Partner, die Schlüssel stimmen. Die Schlüssel selbst laufen bei dem Verfahren, was ich hier habe, nicht über das Netz. Also dann stellen die erstmal fest, bin ich auf dem richtigen Rechner? Dann stellen die fest, habe ich den richtigen Benutzer? Das läuft alles sehr schnell. Dann wird ein weiterer Schlüssel generiert. Und der ist im Normalfall 128 Bit lang. Der ist also sehr kurz. Und mit diesem Schlüssel wird der weitere Datenverkehr verschlüsselt. Das heißt, der erste Vorgang wird komplett abgebrochen und alles gelöscht, was hier da ist. Und das geht dann hier weiter. Und jetzt haben wir 128 Bit. Und 128 Bit ist nicht viel. Und jetzt kommen wir hier in dieses Spielchen rein. Das ist dieser Turm zu Hanoi. Zwei Scheiben habe ich vorhin gezeigt, das geht ganz fix. 64 Scheiben, naja, mit 30 Scheiben brauche ich 34 Jahre. Ich habe zwar keine 30 Scheiben, aber probieren Sie es aus. Es geht mit der Exponent von 2 hoch. Und das ist unvorstellbar, wie schnell die Zahlen dann anwachsen. Mit 60 Scheiben habe ich 36 Milliarden Jahre und die Geschichte dahinter ist ganz einfach. Irgendwo sitzt ein Mönch in irgendeinem Berg, der sortiert 64 Scheiben um und wenn er fertig ist, geht die Welt unter. Und dann, ach Mensch, das geht doch alles ganz schnell und ja, nein, es dauert ziemlich lange. Also wir können beruhigt sein. Wie sieht das mit Schlüsseln aus? Wir haben nicht 64 Scheiben oder Binärzahlen, die wir umsortieren, wir haben 128. Das heißt, das geht nochmal nach oben. Ich habe hier eine beliebige 128-Bit-Zahl. Das ist dezimal diese Zahl. Jetzt nehmen wir uns an, ich habe 2000 Milliarden Computer, also in Form von Raspi. Jeder kostet $50. Das kostet mich 100 Milliarden Dollar. Das ist ein Etat, was keiner meiner Angreifer besitzt. Also ich wüsste nicht, welcher Geheimdienst über so ein Etat verfügt. Die machen 100.000 Tests pro Sekunde, um einen Schlüssel mit Brute Force, also durch Erraten, zu knacken. Man denkt, das ist sehr schnell. Ich brauche so und so viele Sekunden, so und so viele Minuten, Stunden, Tage und Jahrtausende. Also wir sehen, mit beliebig viel Geld ist selbst ein 128-Bit-Schlüssel nicht mehr zu knacken. Sie sind nicht sicher, sie sind zu knacken, aber eben in Zeiten, die für uns nicht erreichbar sind. Das Ganze kann man auch mit Physik machen. Das hat hier mal jemand durchgerechnet. Wenn ich zum Beispiel die gesamte Energie der Sonne, also rundherum um die Sonne, nicht nur das bisschen, was wir hier abkriegen, über 32 Jahre sammle, und das ist eine Menge, was da rauskommt, dann habe ich gerade so viel Energie, um einen 192-Bit-Key zu knacken. Und ich glaube niemand, dass jemand wegen einer Keyknackerei da ein Schild, einen Ring um die Sonne macht und alles sammelt. Er kann es sich einfach nicht leisten. Das heißt, 128 Bit sind schon mehr als genug. Und so die reale Grenze liegt bei 90 Bit oder 795 Bit Keylänge. Ab dann sind sie absolut sicher. Und da sich 128 gut rechnet, nehmen alle 128. Und dann gibt es immer so die Diskussion, ja, ich habe nicht 128, ich habe 256 oder 2048-Bit-Schlüssel oder sonst was. Vergessen Sie das. Die Gefahr, dass Sie Fehler hineinbekommen, ist viel größer als die Gefahr, dass das nicht geknackt wird. Denn je größer der Schlüssel wird, umso schwerer wiegen Implementierungsfehler. Das geht natürlich weiter. Es gibt Angriffsszenarien. Software kann kompromittiert werden. Ich weiß nicht, ist das Verfahren sicher? Ich muss ein Vertrauen haben in die Entwickler. Bei Linux gilt das Vertrauen für das gesamte System. Ich muss meinem Linux-Rechner vertrauen, denn ich kann nicht hineingucken, was dort passiert. Ich vertraue der Community, die auch hier auf dem Linux-Tag vertreten ist. Ich vertraue, das sind nette Leute und tun mir nichts Böses.
wenn der Server Client kompromittiert werden könnte, ich muss alles unter eigener Kontrolle haben. Ich muss, wenn ich SSH betreibe, ab und zu mal in die Logfile schauen. Das ist der Logfile dafür. Jeder Login-Versuch wird protokolliert. Das heißt, auch meine erfolgreichen Versuche. Wenn ich reingucke, weiß ich also, da kam jemand von der Adresse, war ich das oder nicht. Passwort-Login abschalten hat man schon. Dann kann ich die Datei auf der Gegenseite schützen. Also auf meinem Client, da stehen die Public Keys drin von der anderen Seite. Und wenn ich meinen Rechner verborge, muss ich natürlich sicherstellen, dass mir da niemand hier reinschreibt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, seinen Rechner sozusagen etwas zu härten und abzusichern. Was sehr wichtig ist, moderne Trojaner gehen heute über Social Engineering. Und das ist sehr schwer zu kontrollieren, da wir alle auf irgendwelche Tricks reinfliegen. Das heißt, sich mit dem Linux-System vertraut machen, was darf ich tun, was darf ich nicht tun. Ich darf zum Beispiel nicht ständig als Root arbeiten unter Linux. Das erscheint trivial. Unter anderen weit verbreiteten Betriebssystemen haben alle Leute jahrelang als Root gearbeitet und fanden das auch noch toll. Mit entsprechenden Problemen. Unter Linux ist das nicht verboten. Ich kann alles tun. Ich kann ein Linux so einstellen, dass es die Katastrophe wird. Aber ich muss es nicht tun. Das ist meine private Entscheidung. Da würde ich aber ganz kurz gerne einhaken. Und ja. Eine kurze Info, weil Sie gerade auf Social Engineering eingehen. Ja. Im Moment kursieren gerade Telefonanrufe von vermeintlichen Microsoft. Ja, genau das. Support-Helfern, die sagen, der eigene Rechner wäre gehackt und sie würden einem gerne helfen. Ich habe gerade gestern ich selber bin auch angerufen worden, im direkten Bekanntenkreis, ja. 3 von diesen Anrufen gehabt. Ja. Also falls ein Anruf kommt, ignorieren. Ja. In der Regel wird man auf eine Seite geleitet, wo man sich mal über einfängt und der Rechner. Ja. Nee, man kann die Leute einfach ärgern und sagen, ich habe einen Linux, dann legen die auf. Man tut einfach dumm und lässt die eine halbe Stunde laufen. Ja. Die werden ja dafür bezahlt, das heißt, die rufen kein zweites Mal an. Genau. Okay, ich lasse jetzt ein bisschen was Angriffsszenarien. Wir haben eine kleine Serverstruktur, das lasse ich jetzt aus, das haben wir alles indirekt schon mal gehabt. Durchleitung von Ports, wie funktioniert das? Von PC zu PC. Der PC, dessen Port ich haben will, muss im Netz der Gegenseite sichtbar sein. Zum Beispiel mein Windows, was ich vorhin hatte. Der PC, den ich erreichen will, braucht kein SSH. Es muss aber im lokalen Netz auf der Gegenseite ein Rechner mit SSH sein. Das ist nicht der Rechner, den ich erreichen will. So funktioniert das. Ich gehe im Terminal damit auf meinen Rechner. Das ist ein Terminal-Befehl und dann mache ich das so. Da ist ein bisschen dieses Minus L dazwischen. Das heißt, der Port NNN taucht da auf und der Port 80 wird hier durchgeleitet. Das ist mein Webserver, der muss kein SSH können. Das ist mein Brückenrechner, über den ich mit SSH hingehe. Das heißt, der Traffic läuft von dem Client zu meinem Server verschlüsselt und ab diesem unverschlüsselt bis zum Webserver. Das muss man wissen, im lokalen Netz kann natürlich jemand mithören, was ich mit dem Webserver tue, aber ich vertraue mir selbst, ich vertraue den Leuten in meiner Wohnung, ich vertraue also der Umgebung, wo mein Zeugs alles läuft. Also der Schlüssel ist ja minus L und da kann ich einen Webbrowser durchleiten und mit Localhost auf dem Client sehe ich den. Das habe ich vorhin gemacht. Dann das gleiche für Windows. Hier ist mein Windows 10 und da sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe hier den Port 3389, ich habe das hier auf 10.000 gelegt und kann dann darüber mit dem Remote Desktop Kommando das aufrufen. Dann habe ich ein Problem, wenn ich jetzt zu jemand anders will. Meinetwegen ein Rechner in Kroatien. Da steht ein Router, da komme ich nicht unbedingt hin. Wenn ich jetzt, das ist eine Freundin von mir in Kroatien, wenn ich die anrufe und sage, guck mal in deinen Router, da merke ich schon, dass die am Telefon so ganz komisch guckt und sagt, ich habe keinen Router. Ja, unter deinen Schrank, guck doch mal das Kabel lang. Ja, da steht ein Plastikkästchen. Was steht denn da drauf? Und dann nennt sie mir irgendwelche Nummern, die Herstellungsnummer, die hinten drauf steht oder sonst was. Das heißt also, es funktioniert nicht. Sag mir mal das Passwort von deinem Router. Das hat der Nachbar eingerichtet, der ist gerade nicht da. Ja, und so weiter. Das ist das typische Problem. Wie komme ich da hin? Das ist der Client. Ich mache das mit minus R, nicht mit minus L.
Das heißt, ich mache den Port 1532, mache ich hier sichtbar und den Port 22 von diesem Rechner. Nee, Moment, umgedreht. Den Port 22 von diesem, der wird auf 1532 hier geleitet. Das heißt, das Ganze dreht sich rum. Also L ist sozusagen das Port Forwarding von dem lokalen Netz zu mir. Hier schicke ich jetzt den Port 22 vom Client auf den Server. Der ist hier unter 1532 sichtbar. Und jetzt gehe ich zurück. Ich gehe einfach mit Port 1532 und wiederum Localhost und bin dort. Ob hier ein Router dazwischen ist oder eine Firewall, interessiert mich nicht. Wenn diese Verbindung funktioniert, also wenn ich praktisch mit dem Port, die XXX, das ist der bei mir in Görlitz freigeschaltet ist, wenn ich mit dem Port hier rauskomme, hindert mich niemand dran, dort zurückzukommen. Und das funktioniert. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt wieder in meinen geschützten Rechner nach Görlitz rein und gehe jetzt auf. Halt, Moment. Moment, die Maus ist hier. So. Ich gehe jetzt auf Richard, nicht auf den Account Melania. Ich bin jetzt in Kroatien auf dem Rechner live und man sieht das nur an der Sprache. Das ist kein Deutsch. Und ich habe diese Adresse. Das ist garantiert hier keine Adresse hier von dem Haus. Und wenn ich jetzt hier ein, Moment, wo ist hier ein, Dreisroute mache zu web.de, sehen wir sofort, ich bin in Kroatien. Gleich hier, Telekom, Kroatien. Also ich bin tatsächlich jetzt live dort, mit diesem Minus-R-Schalter, durch den Router bei Melania. Das heißt, sie muss über den Router nichts wissen. Sie muss mir auch nichts offenbaren dort. Ich habe nur dieses Skript, dieses Login-Skript bei ihr in den Rechner reingestellt. Das weiß sie. Es ist ganz wichtig, dass man sowas abspricht. Das heißt, ich richte eine Backdoor auf deinem Rechner ein. Da komme ich rein. Das muss sie wissen. Es ist ja ihr privater Rechner. Und jedes Mal, wenn der Rechner startet, verbindet er sich zu mir. Und das Ganze habe ich über Auto-SSH geleitet. Das heißt also, wenn zufällig bei mir etwas abgeschaltet ist, okay, dann ist es irgendwann wieder da. Okay, jetzt gehen wir wieder hier rein. Jetzt ist das hier nochmal ein bisschen zusammengefasst. Ich gehe hier rüber mit minus R, komme da hin. Und jetzt gibt es noch einen Trick. Wenn ich selbst in meinen Router nicht hineinkomme, aus irgendwelchen technischen Gründen, ich möchte also nicht einen Port von mir jetzt im Internet freigeben, weil ich Angst habe aus Sicherheitsgründen, mache ich einen dritten Server dazwischen und ich erhole mir den nicht von irgendeinem Anbieter, sondern ich kaufe den Rechner selbst. Die gibt es zu kaufen im Netz. Das kostet etwa 80 Euro im Jahr und oder ein bisschen mehr oder weniger. Ich besitze auf diesem Rechner Root-Rechte. Und das ist in diesem Fall eine virtuelle Maschine, die bei irgendeinem Provider im Internet läuft. Da habe ich die volle Verfügungsgewalt drüber. Und diese Maschine hat die Public Keys von beiden Seiten. Das heißt, ich komme von Melania da rein und ich komme von mir aus da rein. Kann auf dem Rechner die Verbindung aufbauen und ich komme weiter. Dieser Rechner besitzt keine SSH-Keys, die woanders reinkopiert werden. Also dieser Brückenrechner kann selbst keine Verbindung irgendwo anders hin aufbauen. Also wenn dieser Rechner aus irgendwelchen Gründen kompromittiert wird, ist es mir wurscht. Was soll's? Der Rechner hat keine Möglichkeit, sich woanders einzuloggen. Also dieser Rechner darf nicht dahin, der darf nicht dahin. Aber mit Hilfe dieser Minus-R-Schalter auf beiden Seiten kann ich das machen. Das heißt, ich gehe zum Brückensurfer und dann sofort weiter zu meinem anderen Rechner. Und das zeige ich jetzt auch. Jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt muss ich ein bisschen was machen. Ich muss hier bei mir lokal den sogenannten SSH-Agent starten. Das heißt, der SSH-Agent hat jetzt meine privaten Schlüssel.
die leitet er verschlüsselt auf einen Brückensurfer weiter und der kann das dann durchreichen. Das ist der Trick dran. Und jetzt starte ich das. Jetzt habe ich genau das gemacht. Jetzt bin ich wieder in Kroatien, wie man sieht. Fertig. Über diesen Brückensurfer. Das heißt, ich kann mir jetzt ziemlich viele Szenarien ausdenken mit SSH über Port Forwarding. Ich muss nur wissen, was ich tue. Also ich habe zu Hause einfach eine Liste mit Ports, wo ich dann reingucke. Der hat den, der hat den. Ich betreue bis zu 20 Leute mit Fernwartung über das Netz. Ich habe mir eine Portliste gemacht und ich weiß also, meinetwegen Port 1510 bis 1520, das sind die, das sind die, das sind die. Und da habe ich dann immer 10 Rechner zur Verfügung. Und die Ports kann ich frei wählen. Und das bringt natürlich ein Problem. Ist mir gestern hier im Haus passiert. Der offizielle Internetzugang hier im Haus über eine Firma, da ließ natürlich nur HTTP zu. Das heißt also, diese ganzen SSH-Tricksereien funktionierten nicht, weil alle Ports gesperrt waren. Ich gehe jetzt hier über Freifunk raus. Da sind die Ports nicht gesperrt, das funktioniert. Also das wird zusätzlich noch durch das Freifunknetz getunnelt. Wo immer das auch steht. Hier irgendwo in Kiel, ich weiß es nicht. Das kann auch in Hotels passieren. Wenn ich ein bisschen flexibler bin und mache meinetwegen bei mir zu Hause 5-6 Ports auf, dann finde ich immer einen, der durchgeht. Teilweise wird das ja beim Freifunk hier in Deutschland über einen Server in Schweden getunnelt wegen der Unsicherheit. Die Freifunkleute routen das ins Ausland, weil die deutsche Gesetzeslage nicht sehr freundlich ist. Wohin das von Kiel aus geroutet wird, weiß ich nicht. Die Münchner routen das irgendwo in die Niederlande. Und das weiß ich eigentlich nicht. Man muss einfach mit Reisroute gucken, wo ist man eigentlich. Und da entdeckt man meistens, dass man nicht auf dem deutschen Server steht. Muss aber nicht sein. Es gibt inzwischen auch deutsche Provider, die das anbieten. Also die Freifunk durchrouten. Zu der Problematik mit den Hotelnetzen, wo man dann nur Port 80 oder 443 nutzen kann und SSH nicht geht, da hilft es auf so einem Brückenserver, wenn dann einfach den SSH-Port auf 443 laufen lassen. Das so. Oder das lokale Netz zu Hause auf 443. Jetzt mache ich noch was. Jetzt habe ich ja meine Verbindung zu Melania offen. Hier. Ich kann natürlich hier den Desktop holen. Das ist natürlich mein Account dort, den ich habe für Testzwecke, nicht der von Melania, weil da private Daten sind, aber ich bin jetzt in Kroatien. Das kann jeder schreiben, wie er will, aber ich kann wieder das 3S Root machen und dann sehen wir, dass ich tatsächlich hier in Kroatien bin, im Live-Desktop hier. Das ist jetzt ein Terminal, das läuft in Kroatien auf dem Rechner. Was will ich mehr? Und damit kann ich natürlich Melania sofort helfen, wenn irgendwas ist. Ja. Ich habe manchmal noch das Problem, dass ich halt nur durch mehrere Firewalls oder durch mehrere Rechner per SSH so einen Tunnel legen möchte. Ja. Da muss ich dann immer irgendwie zwei solche Terminals aufmachen. Haben Sie da irgendeinen Trick, wie man das einfacher machen kann? Ich mache das bei den Rechnern in drc.local. Das heißt, wenn der Rechner von Melania gestartet wird, verbindet er sich mit meinem Rechner in Görlitz über mein Port Forwarding, das kenne ich ja, und zum zweiten über den Brückenrechner. Das heißt, die Verbindung existiert immer zu dem Brückenrechner. Und die ist so stabil, ich kann auch den Brückenrechner zwischendurch neu booten und da passiert nichts. Die baut sich sofort wieder auf. Ich mache bei mir das Gleiche zum Brückenrechner. Und damit bin ich durch. Ich komme übrigens hier raus bei beiden Seiten, nicht rein. Und wenn der Firewall-Traffic, der von draußen kommt, blockiert, ist mir das egal. Ich muss rauskommen. Wenn alle Stricke reißen, und das ist ein bisschen Experimentiererei, nimmt man einfach Port 80. Port 80 ist eigentlich immer freigeschaltet, weil damit Webserver erreicht werden müssen. Und solange diese Firewalls nicht in die Pakete gucken, ob ich tatsächlich eine Webseite aufrufe oder SSH habe, geht das durch. Das heißt, man muss ein bisschen wissen, wie funktioniert die Firewall, die dahinter steht. Im Normalfall gucken Firewalls, die ich so kenne, nicht in die Pakete hinein, weil das einfach Rechenzeit kostet. Ist immer eine Frage überall, was kostet es, einen potenziellen Angreifer den Traffic zu entschlüsseln? Wenn die Kosten hoch sind, kann ich eher damit rechnen, dass er es nicht tut. Also ich muss Kosten hochtreiben.
Das ist der Trick dran. Wenn jetzt ein Angreifer den Brückenserver doch kompromittieren sollte, weil man zum Beispiel vergessen hat, den abzudaten oder wie auch immer, könnte der dann theoretisch den Traffic dort lokal mitlesen, wenn er so Root-Rechte erlangt? Ja, könnte er, weil die Sockets offen sind. Ja, also wer auf den Root-Server kommt, kann eigentlich, wenn er sich damit gut auskennt, er muss wirklich fit sein an der Stelle. Es werden ja Sockets aufgebaut, die den SSH-Traffic durchleiten und die kann er natürlich abhören. Das heißt, der Root-Server, den ich da gemietet habe, der ist einfach zu. Und deswegen habe ich dort keine Keys generiert. Ich kann nicht versehentlich einen Key von dem Root-Server irgendwo anders reinpacken. Und auch die Ausreiß-Keys, die habe ich unter Kontrolle. Ich habe die so abgesichert, dass ich nur mit Root die Authorized-Keys, also die Public-Keys, eintragen kann. Das heißt, ich benötige auf diesen Server Root-Rechte, um überhaupt was im SSH zu ändern. Dann die Logins, die dahin gehen, die kann man natürlich auch ziemlich restriktiv machen. Die müssen ja dort nichts tun. Das heißt, ich kann in SSH Restriktionen angeben, einfach, dass ein Nutzer, der versehentlich dahin kommt, es kommt ja dann nur jemand aus der Wohnung von Melania oder in Kroatien oder irgendwoher in Frage, der auf den Server kommt. Da kann der wenig tun. Die Chancen sind eher gering, dass er mir da Unfug anrichtet. Ich meine, ich muss natürlich rechnen, dass ein Server kompromittiert wird. Bisher gilt SSH als sicher, dass das nicht passiert. Vorausgesetzt, ich habe kein Passwort-Login. Passwort-Logins werden irgendwann erraten, auch wenn die Passwörter angeblich sicher sind, Passwörter vermeiden, Keys machen, die Keys sind lang genug, die errät keiner. Und damit bin ich auf der sicheren Seite und ab und zu mal in den Logfiles gucken, dass tatsächlich nur ich das bin, der tatsächlich mit Accepted reingekommen ist. Die Angreifer, da steht dann immer Invalid Login. Das kann ich sofort rausfiltern und da sehe ich also meinetwegen, da sind jetzt 5 Login-Versuche aus China gekommen, okay, was interessiert's? Ja, wurscht, sollen sie. Also ich muss darauf vertrauen, dass SSH funktioniert. Das ist das mein Schild, was ich da habe. Und ich vertraue dem SSH soweit. Und ich habe vorhin gezeigt, dass die Schlüssel, die verwendet werden, ausreichend lang sind, um also auch mit beliebig Geld nicht geknackt werden zu können. Und es gibt natürlich immer wieder Implementierungsfehler. Ist vor ein paar Jahren auch in SSH passiert. Und man muss ein bisschen jetzt bei Heise mitlesen oder irgendwelche News mitlesen. Und die Leute, die ich dann betreue, die warne ich dann auch entsprechend. Ich kann dann entsprechende Keys auch rausschmeißen und sagen, heute darfst du immer nicht, bis das repariert ist. Das ist dann alles kein Problem. Aber ich kann damit Leuten helfen, die keine Ahnung von Rechnern haben. Das ist das wirklich das große Problem. Und man erlebt es immer wieder, dass die Leute nicht wissen, wie funktioniert zu Hause ihr Netz. Ja, ich habe hier Internet. Guck mal, Facebook geht. Ja, was kannst du damit machen? Facebook, nichts weiter. Okay. Muss da auch Linux drauf laufen? Wie bitte? Muss auf dem Client in Kroatien da auch Linux drauf? Da läuft ein Linux, da läuft ein Ubuntu, ja. Genau, aber wenn jetzt die Person, mit der ich helfen will, kein Linux hat, dann... Wie bitte? Wenn die Person jetzt kein Linux hätte, kann man da trotzdem... Da rate ich dringend davon ab. Windows kennt selbst kein SSH. Das muss über eine Drittsoftware dort installiert werden. Und SSH auf dem Windows-Rechner ist schon fast kriminell, weil Windows per se angreifbar ist. Aber auch mit anderen Mitteln. Das heißt also, ein Windows-Rechner gilt generell als unsicher. Das heißt, mit einem Windows-Rechner und SSH, das beißt sich irgendwie. Ich kann auf der einen Seite nicht irgendwie da Sicherheit einbauen und der Rechner ist auf der anderen Seite unsicher. Bei Linux gehe ich davon aus, dass das Linux-System ganz okay ist, dass da niemand reinkommt. Und gerade bei Ubuntu ist es so, dass bei der Installation keine Dienste installiert werden. Das heißt also keine Server, die nach außen schwätzen und mich verraten oder irgendwas offen machen. Wenn ich einen Server unter Linux installiere, muss ich wissen, was ich tue. Ich kann einen Webserver installieren, aber ich muss eben sehen, wenn der im Internet hängt, ja, da sind sofort hunderte Leute da, die interessieren sich für das Ding. Oder wenn ich eine Linux-Maschine habe, das ist eine wertvolle Ressource für jemanden. Okay, also ich muss das zumachen und wenn ich es mit SSH zumache, ist das Ding einfach zu. Fertig, was soll's? Für den Fall, dass jemand nur ein Windows-Netzwerk hat bei sich ja. Zu Hause, hilft es, einen kleinen Raspberry Pi zum Beispiel zu nehmen, den zum Beispiel vorzubereiten, ja. Dass er sich das erste Mal den einfach ja. Hinschicken und sagen, hier komm, schließ ja, bitte. Das habe ich jetzt nicht gesagt, an. Der Zwischenrechner, mit dem ich in Görlitz war, das ist ein Pi. Ja, das ist das ganz gut, wenn man in der Umgebung ist. Das kostet nichts. Und sagen, nee, ich will hier nichts mit Linux zu tun. Ja, ich hab hier meinen den kann man vorinstallieren.
klemmt den rein und dann ist das mein Brückenrechner und fertig. Dann kann ich ein Windows nach draußen exponieren und muss nichts über den Router machen. Der Pi kann natürlich von nach draußen sein. Also, das ist teuer. Die Leute können ihren Windows-Rechner selber irgendwie installieren und dann hat halt ja. separat an diesen Zugang über 35 Euro. Nun ist auch der Remote-Desktop in Windows ist inzwischen verschlüsselt, aber diese Verschlüsselung gilt als geknackt. Ob Microsoft da was gemacht hat, inzwischen weiß ich nicht. Das ging vor ein paar Jahren mal bei Heise durch, das ist dieses PPTP oder irgend sowas, das galt dann als geknackt und wahrscheinlich haben die da auch was dran verbessert. Ich war ja noch mal mit einem Passwort auf dem Remote Desktop. Also da läuft noch eine Verschlüsselung von Microsoft drüber über das Remote Desktop Protokoll. Also ich habe das sozusagen doppelt gemacht. Aber ich verlasse mich nicht auf das eine, ich route das durch SSH durch, auf SSH verlasse ich mich. Gut, jetzt sind wir fast durch. Ich habe noch lustige Demos und machen wir erstmal hier weiter. Das geht dann so weiter und das ist das, was wir einfach machen können. Und ich bezeichne das als die private Cloud. Ich habe hier zu Hause was laufen. KVM ist der Virtualisierer unter Windows. Ich habe bis zu 10 virtuelle Maschinen zu Hause laufen in einem ziemlich kleinen Rechner. Das kostet heute alles nicht mehr viel, braucht auch wenig Strom und ist für 300, 400 Euro machbar. Und das Ding läuft durch und da komme ich von überall her hin und kann was machen und das unsichere Internet, okay, bleibt draußen. Und das war's einfach. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich kann auch gerne noch was zeigen. Gut. Und das PDF geht dann hier zum Linux-Tag und landet auf der Webseite vom Linux-Tag. Das heißt also, die ganzen Links kann man dann nachverfolgen. Und man kann sich mit SSH beliebig weit einlesen. Und es gibt immer wieder Probleme, auch mit den Schlüsselaustauschverfahren. Und soweit ich es weiß, haben die großen Linux-Distributionen es so implementiert, dass es brauchbar ist und dass es auch sicher ist. Aber mit kleinen Linux-Distributionen vorsichtig. Was noch dazu kommt mit SSH, wenn ich Smartphones habe und Tablets habe, die sind sehr beliebt. Manche Leute besitzen keinen PC mehr. Wenn ich dann solche Kommandos machen soll, schlecht. Das heißt also, SSH ist nicht dafür geeignet, um jetzt mit Touch, 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 Touch da durchzukommen. Das geht nicht. Es geht schon, aber ich muss dann wieder anderer Software vertrauen, die mir das richtig macht. Wenn ich das auf der Kommandozeile mache, bin ich auf der sicheren Seite. Das heißt, die Fehlerquelle ist geringer. Das heißt also, wenn ich mit dem Smartphone SSH machen will, komme ich in Probleme rein. Das gleiche trifft auf Tablets zu. Einfach, weil das Terminal dort praktisch nicht mehr bedienbar ist. Einfach nur als Hintergrund, das heißt also, Smartphones haben eher dazu geführt, dass unsere Rechnerwelt unsicherer geworden ist, weil SSH irgendwie außen vor bleibt. Man ist dann auf einen dritten Anbieter angewiesen, Verschlüsselung zu machen. WhatsApp zum Beispiel, auch Facebook oder HTTPS. Ich bin immer auf Schlüssel von anderen angewiesen. Und dann kommt ja noch hinzu bei den Smartphones, wenn ich eine SSH-Verbindung dauernd aufrechterhalte, zieht das Batterie. Ja. Es ist, entsteht Traffic, die natürlich was kostet und das ist wirklich ein Problem. Also die Smartphone-Welt hat tatsächlich die Sicherheit verschlechtert und ich versuche einfach jetzt über so einen Vortrag das ein bisschen wieder zurückzuschieben. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit unter Android zum Beispiel über den F-Droid und den freien Software-Store sozusagen die App Termux zu installieren. Das ist ein kleines Linux, ein kleiner Linux. Es ist ja Linux. Android ist ein Linux. Ich mache ein Terminal auf und da gibt es auch SSH. Ja. Nur auf dem Smartphone das Terminal zu bedienen, ist nicht so nett. Ja, da müssen wir dann noch mit einer Bluetooth-Tastatur ran. Ja, jetzt kommt noch das Bluetooth-Zeugs dazu. Das ist eine andere Sache. Klar. Hier ist natürlich auch Bluetooth drauf. Ich habe es abgeschaltet aus verschiedenen Gründen. Aber inzwischen sind bei Linux die Updates alle durch. Also die Gefahr ist vorbei. Und es ist natürlich ein Problem, bei Android vertraue ich Google. Und Google gilt als Spionagewerkzeug Nummer 2 nach Facebook. Das heißt, es ist zwar ein Open-Source-System, aber Open-Source heißt, Google manipuliert daran rum. Das liest keiner nach. Das heißt, Android heißt Google. Ich liefere mich den Fängen von Google aus. Wenn ich das mag, okay, ich kann wunderschöne Dinge damit tun. Nichts dagegen, aber ich muss wissen, ich vertraue Google, nicht mehr mir. Und das ist mit Facebook genauso. Wer Mark Zuckerberg vertraut, soll es tun.
oder wer dem Innenministerium vertraut, die jetzt ein ganzes Institut gegründet haben, um das hier zu knacken. Das heißt also, die haben jetzt alles solche Türme hier stehen und zählen durch und sind dann irgendwann fertig. Und vielleicht nach ein paar Milliarden Jahren, wenn man bedenkt, ein Monatsgehalt, was das kostet für einen Softwareentwickler an einer Stelle, wenn die da 200 Leute sitzen und die arbeiten 5 Milliarden Jahre, wie viele Stunden? Also irgendwo beißt sich das. Gut. Okay, ich bin draußen dann noch für Fragen da. Ich bin noch bis um 3 da. Es läuft nachher ein Workshop mit Inkscape. Das heißt, das hat schon angefangen. Und nachher macht mein Sohn dort weiter. Und solange er war, bin ich noch hier. Und okay. Gut.